Hallo meine Freunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal, willkommen in Julians Technik-Ecke und willkommen zu einem neuen Unboxing und erster Eindruck-Video. Und ihr seht es schon, hier steht eine 5, hier steht Oppo, wir haben das Find X5 Lite in der 5G-Version, so sieht man das auch. Ja, Oppo hat die neue Find X5 Serie auf den Markt gebracht. Wir haben das X5 Pro, wir haben das X5 und das X5 Lite. Und das X5 Lite ist so, ja, das Smartphone für die meisten, würde ich sagen, denn vom Preis-Leistungs-Verhältnis sollte das Smartphone mit den besten Kriterien oder der besten Bewertung sein. Es ist eben kein High-End-Smartphone, wo man 1000 Euro für ausgeben muss, sondern das Find X5 Lite bekommt man schon deutlich günstiger. Nämlich für knapp 499 Euro. Das ist also ja so Mittelklassebereich. Was bekommt man dafür? Dafür bekommt man 6,43 Zoll AMOLED-Display, Full HD Plus Auflösung, 64 Megapixel Kamera mit 1,7er Blende, 32 Megapixel Selfie-Kamera und wenn das nicht reicht, noch ein 4500 mAh Akku. Also ganz nette erstmal Features. Aber wie wird sich das Ganze denn dann im Test zeigen? Das werden wir uns angucken. Vorher möchte ich aber mit euch den ersten Eindruck nicht verpassen. Schnell weg. Wir wollen ja nicht zu viel verraten und gucken uns erstmal an, was in dieser schwarzen Box ist. Und ich denke, ein Pluspunkt, das habe ich schon mal bei meinen früheren Smartphone-Unboxings gesagt, dieses Case, das gibt es bei ja, fast allen China-Smartphone-Herstellern, gibt es das dabei. Oder aus den ganzen, bei den ganzen Smartphone-Herstellern aus Fernost. Unter anderem auch bei Oppo. Ist natürlich nicht das Schönste, aber es schützt und tut seinen Zweck. Das heißt, man kann das Smartphone direkt benutzen, gerade wie ich jemand bin, der sowas gerne auch mal fallen lässt. SIM-Karten-Tool, auch das ist ganz wichtig. Und dann hier noch ein paar Sicherheitshinweise. Die brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Dann schauen wir mal, was noch in dieser Box ist. Wir haben hier das SuperVOOC 65 Watt Netzteil, also Schnellladen garantiert. Hier drunter befindet sich noch ein USB-A auf USB-C Adapter, denn das Ladekabel, was man hier sieht, was ich jetzt mal nicht auspacken werde, denn davon habe ich genug zu Hause, ganz normales USB-C auf USB-A Ladekabel. Und wie gesagt, davon habe ich genug zu Hause, auch schon von diversen Smartphones, die aus einer ähnlichen Richtung kommen, beziehungsweise von einem ähnlichen Hersteller. Und deswegen muss ich das jetzt nicht auspacken, gerade deswegen, weil das Handy auch nach dem Test zurück zu Oppo geht. Also gucken wir mal, was wir denn hier noch so haben. Ja, das Wichtigste im Grunde, dieses Smartphone. Man sieht schon Fingerprint Location, das heißt, wir haben Fingerprint im Display. Und ansonsten, ja, hier sind noch ein paar Fingerabdrücke drauf, eine Schutzfolie, die schon von Hause aus drauf gebaut ist und dann diese phänomenale Rückseite. Zumindest meiner Meinung nach, das ist eine super ja, Farbkombination aus diesem Blau-Lila ins Orange gehen, je nachdem wie das Licht drauf fällt. Wirklich spektakulär, sieht super aus und dann hat man hier diesen blöden Aufkleber. Den würde ich sofort runter machen, wäre es mein Smartphone, ist es leider nicht, deswegen muss dieser Aufkleber drauf bleiben, aber es sieht doof aus. Hier haben wir den An- und Ausschalter auf der Seite und hier haben wir den Laut- und Leiser-Knopf und dann haben wir hier noch den Einschub für die SIM-Karte. Was man sagen muss, auch wenn es super aussieht, das ist Kunststoff, der Rand ist auch Kunststoff. Sieht hochwertiger aus, als es ist, aber gut, warum auch nicht? Dann haben wir hier das Kameramodul. Das ist eben die 64-Megapixel-Kamera. Wir haben nicht, auch wenn es nicht so aussieht, drei Module tatsächlich, drei Linsen. Und zwar hier, hier und da ist nochmal eine kleine. Und dann haben wir hier den Blitz. Das heißt, wir haben... Und dann das Display auch nochmal anzuschauen. Powered by Android, Oppo. Und das Ganze muss dann jetzt mal schnell angehen. ColorOS, das ist das Oppo eigene, ja, On-Top-Basis zu Android, also kein Stock-Android. Das wünschen sich immer viele, das haben wir allerdings bei Oppo nicht. Was natürlich sofort auffällt, ist, dass wir keine symmetrischen Ränder haben. Hier unten haben wir schon einen recht breiten Rand, während die oben und an der Seite für mich völlig okay sind. Aber daran merkt man eben, dass wir hier nicht bei einem Smartphone
zwischen 800 und 1200 Euro sind, sondern eben ein Smartphone für knapp 500 Euro. Ich stimme dem jetzt alles mal hier zu, das kann man ja immer noch ändern, überspringe das Ganze. Akzeptiere das Ganze und man sieht dann jetzt hier eben, was man machen kann. Tasten, Gesten, ich bin ein Mensch, der Gesten gerne macht. Wir haben einen Fingerabdrucksensor, wir haben aber auch Gesichtserkennung und natürlich das Passwort. Auch das machen wir später, um einfach mal reinzukommen in ColorOS und hier den ersten Eindruck uns anzugucken. ColorOS in der neuesten Version, ich hatte das schon mal, das Find, na, wie war es denn? Ich weiß gar nicht mehr, welches ich da hatte. Auch schon das A73, also diverse Oppo-Smartphones schon im Test. Und insofern, ja, nichts Neues. Ich finde, das ist immer optisch so ein bisschen ähnlich wie bei ja, dem Hersteller aus mit dem Apfel. Also hier unten so eine Leiste und dann hier die Icons. Ansonsten ist es nichts großartig Spannendes. Nicht viel verbaut, finde ich. Ich mag ColorOS ganz gerne. Wir haben hier eben dieses Menü. Wir haben die einzelnen Seiten und von oben, da komme ich in die Einstellung. Was man jetzt auch schon sieht, ich hoffe, man sieht das auch im Video. Wenn nicht, ich kann sagen, das läuft sehr flüssig. Da habe ich jetzt keine Probleme beim ersten Scrollen. Und insofern finde ich das ganz gut. Tastensperre rein und dann zum Ende des Videos kommen. Ich hoffe, ihr konntet euch einen ersten Eindruck vom Oppo Find X5 Lite gewinnen. Und der Rest, den machen wir dann im Test. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, lasst einen Daumen hoch da, abonniert hier irgendwo unten die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Julian von Julians Technik-Ecke. Ciao.